hoffe ich natürlich, dass wir das können. Und ich teile auch Ihre Auffassung vollständig, Herr Müller, dass Berlin und Brüssel diese Krise überhaupt nicht im Griff haben. Denn wir sehen das ja schon an der Abfolge der Ereignisse. Erinnern wir uns, im Jahr 2010, da hat man einen großen Rettungsschirm gespannt. Der hatte ein Volumen von 250 Milliarden Euro. Da hat man gesagt, das reicht, um die ganze Eurozone zu stabilisieren. Der ist so groß, dass die Finanzmärkte nie mehr Sorge haben werden. Und dann stellt sich plötzlich heraus, der ist zu klein. Und da hat man ihn verdoppelt auf 500 Milliarden Euro. Und dann hat man noch den ESM dazu gemacht, der hat ein Volumen von 700 Milliarden Euro. Aber man hat gesagt, 700 Milliarden Euro reicht vielleicht nicht, wir lassen mal lieber den EFSF noch weiterlaufen. Und dann hat die Europäische Zentralbank angefangen, Staatsanleihen aufzukaufen, wie wild. Erst in einem begrenzten Programm und jetzt in einem unbegrenzten Programm. Die Krise ist überhaupt nicht im Griff. Es werden immer mehr finanzielle Ressourcen dort hineingesteckt. Und gleichzeitig verschlechtert sich die Situation in den Südstaaten ständig weiter. Und dennoch ist ja irgendwie ein Teil der Politik zu sagen, dass wir auch solidarisch sein müssen mit den Ländern, die sich jetzt in einer Krise befinden. Wollen Sie dann also unsolidarisch sein? Wissen Sie, da bin ich ganz auf der Seite von Herrn Lafontaine. Wir sind überhaupt nicht solidarisch mit den Griechen. Wir sind nicht mindestens solidarisch. Wir sind nicht mindestens solidarisch mit der griechischen Bevölkerung oder mit der portugiesischen Bevölkerung, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Mittel in Griechenland nur wie in einem Durchlauferhitzer weitergegeben werden an die Banken, deren Kredite zu bedienen sind. Und insofern ist es nicht mindestens eine solidarische Maßnahme, die wir haben, sondern es ist eine Maßnahme zur Stabilisierung des Finanzsektors. Okay. Deutsche und französische Banken. Und sind wir dann also in allererster Linie, Herr Lafontaine, mit uns selbst und unseren Banken solidarisch, weil es eben sehr viele deutsche Gläubiger sind? Ja, ich kann das ja nur bestätigen. Deutsche und französische Banken haben viel Geld bei den Staaten, die wir angeblich retten. Also wir retten die deutschen Banken, wir retten die französischen Banken und bringen die Verdummung unter das Volk. Wir würden die Bevölkerung dort, das ist eine unglaubliche Lüge. Deswegen habe ich vorhin gesagt, eben Kurtisane der Reichen. 5% der Haushalte halten die ganzen Titel, um die es da geht. Die kauft man frei. Früher war die Welt noch normal. Da hat man die Schulden erlassen für arme Leute. Heute kaufen wir mit Steuermitteln, kaufen wir die Reichen frei. Das ist doch völlig irres System. Das kann überhaupt niemals funktionieren. Bevor wir uns völlig dieser verrückt. These nochmal widmen, eine Frage zu Herrn Lucke. Würden Sie, Herr Lafontaine, er möchte die D-Mark wieder einführen, weil er sagt, der Euro ist im Grunde genommen als Währung perdu. Würden Sie da mitgehen und sagen, zurück zur D-Mark ist unsere einzige Möglichkeit? Na gut, eines kann man auf jeden Fall sagen, dass das Eurosystem so nicht funktionieren kann. Das habe ich aber nicht jetzt gesagt, weil nachher ist man immer schlauer. Ich habe einen Aufsatz geschrieben in den 90er Jahren schon. Es kann so überhaupt nicht funktionieren, wenn man auf der eine Währung hat, aber eben eine andere Fiskalpolitik, eine andere Wirtschaftspolitik und vor allen Dingen eine andere Lohnpolitik, dann bricht der Euro notwendigerweise auseinander. Das ist ja alles nachlesbar. Haben wir immer gesagt. Ich will es ganz einfach erklären. Früher hatten diese Länder, von denen jetzt die Rede ist, die Möglichkeit, den Wechselkurs zu ändern. Wenn sie also falsch gehandelt haben, im klassischen Sinne, die Löhne zu stark erhöht haben, konnten sie eben ihre Währung abwerten. Dann waren sie auf einmal wieder wettbewerbsfähig. Jetzt können sie das alles nicht mehr. Jetzt müssen sie hingehen und müssen nach deutscher Lesart Renten kürzen oder Löhne kürzen oder öffentlichen Dienst entlassen. Und das kann nie funktionieren. Das ist auch ein liberaler Irrtum, also um gerade das Wort weiterzugeben. Die Liberalen glauben das. Aber ich will mal eine Zahl nennen, dass man den Griechen hilft. Wir haben bei Griechenland 188 Milliarden angeblich gegeben. Davon fielen 183 an die Banken und 5 Milliarden, die wurden dann gerade, wenn man so will, den Griechen gegeben. Und so läuft das. Und man belügt die Leute und sagt, wir helfen den Herr Brüderle, Herr Asselborn, nicht davon ist die Hälfte der Deutschen Bank und Hälfte der Stunde französischen der Euro-Verteidiger gekommen. Ja. Wir haben im Grunde aus drei Richtungen den Abgesang auf den Euro gehört. Und jetzt schlägt Ihre große Stunde, Herr Brüderle. Sie dürfen erst mal als erstes sagen, ob Sie befürchten, dass FDP-Wähler weiterhin massenhaft zu Herrn Lucke abwandern. Glaube ich nicht. Das ist bei uns keine Anti-Europa-Haltung in Deutschland. Sie sehen auch die Protestparteien. Herr Frank Schäffler war so Italien. Allein ja, aber so viel war es auch nicht. Wir sind keine Anti-Europäer. Wenn wir das jetzt hier erklären. Wir reden über die Währung. Also Italien ist ein Fall, wo eine Protestpartei wie Grillo Erfolg hat. In Holland war es anders, in anderen Ländern ist es auch so, wo nicht diese Protestparteien hochkommen. Und wenn man die Banken nicht stabilisiert hätte, wäre Griechenland Konkurs gewesen. Sie hätten den Weg gehen können. Aber sie hätten kein Geld mehr bekommen. Sie hätten keine Löhne zahlen können.
Insofern ist es auch eine Maßnahme, die Griechenland damit die Möglichkeit eröffnet, Veränderungen vorzunehmen, die sie jahrelang nicht gemacht haben, zum ersten Mal ein Steuererhebungssystem einzuführen, was den Namen verdient. Weite Teile zahlen überhaupt keine Steuer. Die großen Räder zahlen keine Steuer. Kofferweis wird das Geld der Oberschicht rausgetragen, in London, Berlin Wohnungen gekauft. Der Staat muss in Ordnung gebracht werden, muss aber Griechenland machen. Mhm. Nicht Deutschland kürzt die Renten. Das ist die Entscheidung der jeweiligen Regierung, die national souverän sind, wie sie sich anpassen. Hätte auch Herr Monti statt an die Rente rangehen können, an den Staatsausgaben. Das hat er nicht gemacht. Da hat er alles weiterlaufen lassen. Relativ bescheidene Ausgabenseite was gemacht. Primär hat er Erhöhungen vorgenommen. Aber das ist ein souveränes Land. Wir regieren nicht von Berlin aus Italien oder Griechenland. Das muss man auch dabei respektieren, dass es eigenständige Länder sind. Und wenn wir Europa, wenn wir eine Zukunft haben wollen, geht es nur gemeinsam. 2/3 des weltweiten Wirtschaftswachstums sind Schwellenländer. China, Indien, Brasilien, Russland. Europa spielt nicht mehr die erste Geige in der Welt. In 25 Jahren ist Europa plus die Vereinigten Staaten von Amerika keine 7% der Weltbevölkerung mehr. Wir müssen uns zusammenfinden. Wir haben auch Fortschritte. Wir haben Fiskalpakt erreicht. Wir haben ESM-Fortschritte erreicht. Und ich will Europa aber richtig sortiert und nicht alles negativ. Ja, wer soll es denn zahlen? Deutsche Steuerzahler. Frau Busotti, eine Nachfrage noch. Eben jener Beppe Grillo möchte auch eine Volksabstimmung darüber, ob Italien in der Eurozone bleiben soll. Was glauben Sie, wie würde diese Abstimmung ausgehen? Das Thema ist kein Thema. Er hat es einfach vorgeschlagen. Es ist unmöglich. Es hat keinen Niederschlag gegeben. Okay. Also die Sache ist tot. Ich würde, wenn ich darf, eine kleine Präzisierung, was Sie vorhin gesagt haben. Es stimmt, dass jahrzehntelang Italien verschlafen hat, in puncto Reformen. Monti hat schüchtern angefangen in einem Jahr. Es stimmt aber nicht, dass Sie unser Budget oder so, dass Sie uns Geld geben. Ich meine, Deutschland, Sie haben gesagt, Deutschland kann nicht für Italien bezahlen. Also erstens, Italien hat immer die Schulden bezahlt. Wir sind Nettozahler. Drittens, mit diesem blöden Spread, dann brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Deutschland verdient dazu. Und uns kostet das Geld auf dem Markt viel mehr als Deutschland. Gerade heute gab es wieder so eine, es sind Staatsanleihen gekauft von Deutschland und das hat wieder so gewonnen. Das heißt, ich finde es gar nicht fair, das immer so zu präsentieren, dass die reichen Deutschen einfach überall hingehen und zahlen und die anderen sind Profiteure. Wir sind keine Profiteure von Deutschland. Wir haben Solidarität gezeigt, als Deutschland das gebraucht hat, sprich Vereinigung, Sie waren da ein Akteur, die D-Mark 1:1, das war auch so, keine besonders wirtschaftliche, kluge Sache und so. Keiner hat einfach Italien bezahlt. Ich meine, wir waren Partner in Europa. Entschuldigung, die Sache hat uns alle betroffen, oder? Das war nur eine kleine Präzisierung, weil diese sozusagen, dass wir da betteln, wir sind in einer, und ich bin Journalistin, ich will jetzt nicht die Rolle der Patriotin machen, aber wir sind keine sozusagen, wir sind sehr bewusst unserer Probleme, sehr bewusst und dieses Bild, dass wir einfach so die Verschwender Europa sind und dann von den anderen einfach Geld sammeln. Gestützt werden müssen. Okay, das lassen Sie nicht gelten und da kommt der nationale Protest. Okay. Herr Asselborn ist gleich dran. Vorher noch mal eine Frage, Dirk Müller. Italien ist mit 2.000 Milliarden verschuldet und hat auf die Art und Weise natürlich wirklich nicht wirklich eine schöne Bilanz, ist aber auf der anderen Seite die drittstärkste Volkswirtschaft in Europa. Kann uns dieses Land, und so heißt der Titel unserer Sendung, kann uns dieses Land tatsächlich in den Abgrund stürzen, eben weil es so groß ist? Italien ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Hausnummer in Europa. Und wenn es dort zu Verwerfungen kommt, dann wird es ganz, ganz schwer, da überhaupt noch was einzufangen. Da sind wir uns, glaube ich, einig drüber. Aber das Problem bei Italien liegt ja nicht unbedingt jetzt nur auf dem Arbeitsmarkt oder dass sie zu viele Renten bezahlen oder hier die Mehrwertsteuer erhöhen müssen. Das ist ein völliger Wahnsinn, was hier die Politik auch Monti gemacht hat. Die Sparpakete, die durch den IWF mit Unterstützung Deutschlands eingeführt wurden in allen unseren südlichen Ländern, sind ein völliger Wahnsinn.
2014. Der IWF gibt heute zu, man hat sich verrechnet. Entschuldigung, das hatten wir so nicht gewusst. Man hat einen falschen Faktor angesetzt, sonst hätten wir das gar nicht gemacht. Was wir hier machen müssen in Staaten wie gerade Italien, hat ein Riesenproblem in der Organisation des Staatswesens, in der Verwaltung. Wenn ich dort als Unternehmer ein Unternehmen gründen will, dann habe ich keine vernünftige Rechtssicherheit, ich habe keine vernünftige Steuersicherheit, weil ich nicht weiß, ein Rechtsprozess, ein Insolvenzverfahren kann auch mal 10 Jahre gehen. Wenn ich einen Mitarbeiter kündige, dann kann das über mehrere Jahre sich hinausziehen. Ich habe überhaupt keine Planungssicherheit als Unternehmer. Italien ist ein wirtschaftlich starkes Land und wir dürfen nicht erzählen, dass Italien, die Italiener wären faul. Die Italiener sind die fleißigsten, die nach Deutschland gekommen sind in den 60er Jahren. Mein Schwiegervater hat bei Blohm Voss in den 60er Jahren geschweißt und sich den Körper kaputt gemacht. Wer zum Italiener geht, der weiß, wie fleißig die sind. Die sind nicht faul, die sind kreativ. Die haben die ganzen die Modelabels. Wir haben die Autos aus Italien jetzt, nicht die Fiats, sondern die Ferraris. Mhm. Wir haben Design. Italien hat eine unglaubliche Innovationskraft in Europa. Aber sie haben ein verkrustetes Staatswesen und alle Maßnahmen, die wir bisher gesehen haben, gingen zu Lasten der kleinen Leute, gingen zu Lasten Mehrwertsteuererhöhung, anstatt dass man den Staatsapparat verkleinert, indem man die Provinzen zusammenlegt, 100 Provinzen und mehr, indem man die Staatskarossen, über 600.000 Staatskarossen im Dienste Italiens, indem man die Verwaltung effizienter macht, das heißt die Rechtsprechung wesentlich effizienter macht. Das sind die Dinge, die Italien braucht. Das würde Unternehmen anfeuern. Und vielleicht gestatten Sie mir das lange Statement zu trotz einen letzten Satz. Das Wichtigste, was Europa braucht, bei aller Diskussion um die Gelder, ist eine Planungssicherheit für die Unternehmen und für die Menschen. Kein Unternehmer und kein Mensch nimmt einen Kredit auf, investiert in ein Unternehmen, wenn er nicht wenigstens mal auf 3-4 Jahre planen kann. Und wir wissen, keiner weiß in diesen Ländern, welche Steuersätze in einem halben Jahr gelten, welche Regeln verändert werden. Da kann niemand investieren. Und wenn dann noch und ich wehre mich gegen den Clown, das tut den Clowns Unrecht. Die sind harmlos und machen Spaß. Berlusconi ist gefährlich. Da ist das Wort Clown am falschen Punkt. Mhm. Und deshalb, und wenn so einer kommt und sagt, ich ändere auch noch rückwirkend die Gesetze, und wenn sie im vermeintlich Positiven für den Bürger ist, das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil das die Planungssicherheit ad absurdum führt, und das ist das Schlimmste für Europa momentan. Herr Asselborn, wir haben gerade eine Ministerin weinen sehen, eine Ministerin des gewesenen italienischen Kabinettes. Sie haben noch nicht weinen müssen, aber Sie haben gesagt, man muss bei diesen Reformen aufpassen, dass wir die Schrauben nicht zu sehr anziehen. Ja. Ist die Schraube nicht längst überdreht? Also, Madame, ich wollte zuerst etwas sagen. Ja, ich kann ja nicht Frau sagen. Nein! Frau ist Holzklasse. Ja, macht mal ich wollte nur, weil ich zwischen den beiden Herren sitze, etwas sagen. Ich weiß, ich will hier nicht rausfliegen. Ich will auch sehr, sagen wir mal, fein bleiben. Aber erlauben Sie mir als Nichtdeutscher etwas zu sagen zum Euro. Wissen Sie, der Euro ist ja ein Projekt, wo wirklich politisch gesehen ein Geben und ein Nehmen ist. Der Euro ist, glaube ich, der Ausdruck, sagen wir mal, eines integrierten Europas. Und ohne integriertes Europa wäre vielleicht die Situation hier in Berlin nicht die, die sie heute ist. Die Wiedervereinigung hat auch etwas zu tun mit Europa. Das ist das eine. Das zweite ist, Euro ist ein Projekt, ein Friedensprojekt auch für eine gemeinsame Zukunft. Und das ist gemeinsame Zukunft. Und ich glaube, sagen zu müssen hier, unbedingt, dass man aus Berliner Sicht, ich sage nicht das Wort arrogant, aber ich sage das Wort, dass man verstehen muss, dass der Euro nicht nur ein Projekt ist für die reichen Länder und für die Länder, die sich das leisten können. Der Euro ist und bleibt ein Friedensprojekt, wo alle mitmachen können. Mhm. Die Kleinen und die Großen. Ich bin ein Politiker, ich bin kein Finanztechniker. Der Euro ist mehr als eine finanztechnische Frage. Der Euro ist etwas sehr, sehr Tiefes, etwas sehr, sehr Tiefes Politisches. Das ist das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, ist auch in dieser Linie. Deutschland wäre heute nicht so stark, wie es ist, wenn wir den Euro nicht hätten. Nee, das gut. Also man kann alles auf den Kopf stellen, aber dieser Export, das Exportpotenzial, was Sie haben, und auch diese, Sie sind die Lokomotive in Europa, was die Wirtschaftspolitik angeht. Aber wenn ihr noch fahrt, vielleicht mit 2-3 Wägelchen hinten dran, und alle anderen sind abgekoppelt,
dann sage ich Ihnen, dass das wirklich nicht im Interesse auch Deutschlands sein kann. Und darum müssen wir aufpassen, wenn wir über Euro austritt, wenn der Euro zusammenbricht, haben wir keinen Binnenmarkt mehr. Das ist nicht mehr möglich. Wir werden wieder Zölle aufrichten. Falsch. Kapital wird wieder kontrolliert werden. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass in der Europäischen Union das ein kapitaler Fehler wäre. Ein kapitaler Fehler, den die Menschen auch nicht verstehen würden. Wir müssen jetzt den Euro stabilisieren, aber ihn nicht so stabilisieren, dass wir die sozialpolitische Dimension Europas zunichte machen. Das ist das Problem. Herr Müller ist dran und dann Herr Lucke. Ich habe volles Verständnis für Sie und Sie sind großer europäischer Denker in diesem Sinne als Politiker und das gehe ich voll mit. Ich bin voll mit ganzem Herzen Europäer und bin für ein Zusammenwachsen Europas absolut. Nur ich möchte aufräumen mit dem Gedanken, dass Euro und Europa identisch sind. Der Euro ist nicht Europa und andersrum. Europa zusammenzubringen geht auch ohne den Euro und es wäre wesentlich einfacher, hätten wir den Euro nicht. Wir haben ihn, ob es auflösbar ist, da können wir alles diskutieren. Aber wir würden uns ohne den Euro leichter tun. Ich bin vollkommen bei ihm, dass Europa nur zusammenwirken kann. Das muss unsere Zukunft sein. Wie wir die gestalten, da gibt es viel zu diskutieren. Lass mich kurz ausreden, bitte. Wir Europäer, wir alle miteinander, wir alle Staaten miteinander. Aber es ist auch falsch zu sagen, dass Deutschland von diesem Euro so sehr profitiert hat. Sie konzentrieren sich auf den Export. Aber wir versehen dabei, dass es eine andere Seite hat. Die Bürger haben das bezahlt. Profitiert haben wenige Konzerne, die hauptsächlich exportiert haben. Die Masse der Menschen lebt in Deutschland und wird seit Jahren mit einer zu schwachen Währung bezahlt. Das heißt, die Binnennachfrage leidet darunter. Die Leute, das Geld auf dem Konto ist zu wenig wert für die Leistung, die Menschen bringen. Das ist interessant, ehrlich gesagt. Sekunde, Herr Brüderle. Herr Lucke wäre nämlich erst dran. Ich möchte einmal zeigen, dass die Deutschen das tatsächlich auch so empfinden, weil die Europafeindlichkeit in diesem Land gewachsen ist. Erstaunlicherweise sagt ein knappes Drittel aller Befragten, dass sie von der EU persönlich eher Nachteile haben. 65% der Deutschen geben an, dass es Deutschland mehr als 10 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes schlechter geht. Zum ersten Mal glaubt wirklich eine Mehrheit, dass es ihr ohne den Euro besser ginge. Wieder 65% glauben, dass ihre persönliche Lebenssituation mit der D-Mark heute besser wäre. Und 49% der Deutschen sagen, dass es ihnen ohne die EU-Mitgliedschaft besser ginge. Herr Brüderle, wenn Sie diese Zahlen sehen, sagen Sie dann auch, die Menschen haben einfach unsere segensreiche Politik wieder nur nicht verstanden? Nein, man muss es schon erläutern und darlegen. Und da hat der Asselborn schon was Richtiges eingeführt. Der Euro ist nicht nur eine technische Einheit, sondern wir wollen schon Europa schaffen. Nur die Spielregeln müssen eingehalten werden. Und leider war Deutschland das erste Land, damals Regierung Schröder, Rot-Grün, die Kriterien zur Stabilität des Euros gerissen haben. Frankreich die Zweiten. Und wir haben Exportüberschüsse auch vor dem Euro schon gehabt in Deutschland. Das ist kein neues Phänomen. Deutschland hat auch gezahlt, weil durch den einheitlichen Zinssatz, der am Anfang eingespielt hat, viel Kapital aus Deutschland rausging, in die anderen Länder dabei, in die anderen Länder reinging. Trotzdem ist meine feste Überzeugung, dass wir den Euro als Instrument einer europäischen Entwicklung brauchen. Da müssen nicht zwingend alle dabei sein, die heute dabei sind. Es können mehr oder weniger sein. Aber wenn Europa scheitert, das nicht hinkriegt, wer nimmt denn uns draußen in der Welt noch ernst? Und all die Länder, auch Deutschland, und Frankreich, Großbritannien, eine Renationalisierung, sind nicht groß genug, um im Konzert mit China, Indien eine Rolle zu spielen. Das ist Illusion, zurückzuentwickeln. Fair enough. Ich wollte Herrn Lucke nicht übergehen. Befürchten Sie so etwas nicht, Herr Lucke, dass es zu einer Renationalisierung käme? Nein, ich befürchte keine Renationalisierung. Also ich wollte zunächst mal zum Friedensprojekt Euro sagen, dass ich finde, dass das eine deutliche Übersteigerung dieses Experiments Euro ist. Wir haben in Europa im Frieden gelebt, lange bevor der Euro kam. Und der Frieden war nicht im Mindesten gefährdet, als wir den Euro eingeführt haben. Dass der Euro nun ein Friedensprojekt ist, das ist ein Propagandabegriff und nicht mehr. Und deshalb möchte ich von diesem Propagandabegriff gerne wegkommen und den Euro als ökonomische Einheit würdigen. Denn es ist nicht nur eine technische Einheit, Herr Brüderle, sondern es ist ein ökonomisches Phänomen. Und Sie sind eben, Herr Brüderle, auf genau dieses ökonomische Phänomen sind Sie zugesteuert, indem Sie richtig gesagt haben, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit Italiens. Italien ist nicht wettbewerbsfähig. Und dann war ich beeindruckt, wie sehr Sie dann um den heißen Brei herumgeschlichen sind und nur über den Staat geredet haben in Italien und all die Verkrustungen des Staates und die Korruption und von der Mafia kann man auch reden und so etwas. Aber das gab es vor dem Euro auch.
Und vor dem Euro konnten die Italiener sehr wohl wettbewerbsfähig sein. Richtig. Dass sie heute nicht mehr wettbewerbsfähig sind, liegt daran, dass sie keinen flexiblen Wechselkurs mehr haben. So ist es. Es liegt daran, dass die Preise der Italiener relativ zu hoch sind. Und jetzt wollen wir mal über Quantitäten reden, Herr Brüderle. Die Preise sind ungefähr 30% zu hoch. 30% höher, als sie sein sollten. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen das dadurch machen, dass die Italiener sich anpassen, dann sagen Sie, die Löhne müssen sinken um 30%. Und dann frage ich Sie, wollen Sie das wirklich? Wollen Sie wirklich, dass die Italiener verzichten auf 30% ihres Einkommens? Oder wahrscheinlich ist es sogar mehr, weil das Kapital, die Kapitalkosten werden nämlich nicht so leicht sinken können. Das ist eine klassische professorale Budgetbetrachtung. Nein, das ist keine professorale Budgetbetrachtung. Das sind 30%, die man an Einkommensminderung haben muss. Und wenn ich jetzt die Italiener frage, was wollt ihr denn lieber? Wollt ihr lieber eure Lira zurückhaben, wo ihr abwerten könnt, oder wollt ihr auf 30% eures Einkommens verzichten? Dann glaube ich, dann weiß aber ich, was die Italiener vorziehen. Das selbst entscheiden. Ja, gut, und trotzdem, Herr Lafontaine, nochmal die Nachfrage. Italien hat eine gut funktionierende Industrie. Italien hat eigentlich mehr privaten Besitz als die Deutschen beispielsweise. Warum trauen also wenigstens drei in der Runde Italien nicht zu, durch diese Krise hindurchzukommen, und zwar innerhalb des Euros? Ja, weil es wurde ja gerade erklärt, wenn man es ökonomische Gesetze sind ökonomische Gesetze, wenn man, ich sage mal, wie ein Trottel ständig gegen ökonomische Gesetze handelt, hat man dann die Misere, die man dann hat. Das kann man also nicht mit irgendwelchen hehren Gesängen wegkriegen, das ist dann einfach so. Es gibt ökonomische Gesetze, muss man beachten. Wenn man also in diesem Währungssystem ist, in dem wir jetzt sind, beim Euro, dann muss man also, bei Italien müsste man also 30% Kostensenkung machen, und das geht dann auch in die Löhne. Wer will denn das heute vertreten? Jetzt können Sie ja zu Recht fragen, was ist denn der Ausweg? Zunächst muss ich mal sagen, es ist ja richtig, das war ein europäisches Projekt, lieber Jean Asselborn. Aber jetzt ist doch die Tragik, weil man dieses Euro falsch konstruiert hat, haben wir eine massive Renationalisierung. Der Euro ist ja allmählich, wenn man so will, ein Sprengsatz an der europäischen Einigung. Das ist doch die große Tragik, auch wenn man die Gründerväter sieht, dass sie alles ganz anders gewollt haben. Nur es genügt nicht, dass man das Richtige will. Man muss es auch richtig machen. Und ich komme jetzt nochmal auf den Wechselkurs zurück. Es ist schon ein paar Mal gesagt worden, die ökonomische Vernunft hätte doch geboten, wenn wir den Wechselkurs nicht mehr ändern können, was machen wir dann? Und diese Frage hat man sich überhaupt nicht gestellt. Und jetzt stehen wir auf einmal da und sagen, müssen wir ja 30% die Löhne senken. Es gäbe auch noch was anderes. Die Deutschen könnten doch mal ihr Lohndumping, lieber Rainer Brüderle, beenden. Also Lieblingsprojekt der FDP natürlich, dass die Arbeitnehmer eben niedrige Löhne haben, und dann haben wir natürlich hervorragende hervorragende Exportzahlen. Die Zahlen sind doch eindeutig. Man kann nicht immer gegen die Zahlen und gegen die Gesetze gehen. Wir haben ein massives Lohndumping betrieben und sind damit mitverantwortlich für die Misere des Euro. So ist es nun mal. Herr Brüderle und dann Herr Asselborn. Die Entscheidung, sich anzupassen bei der gemeinsamen Währung, muss Italien selbst treffen, nicht wir. Und wenn Sie das nicht wollen, Italien, müssen die Konsequenzen ziehen. Was heißt das? Das kann heißen, dass Sie rausgehen, kann sein, dass Sie drastische Maßnahmen ergreifen. Aber das muss Italien entscheiden, wie es machen. Nicht Deutschland, das ist nicht unsere Ganz Aufgabe. Ganz kurze Zwischenfrage. Dabei. Herr Müller, ist für Sie vorstellbar, dass Italien aus der Eurozone aussteigt? Ist Europa dann noch vorstellbar? Also mir ist Europa auch ohne den Euro absolut vorstellbar. Was hat denn die gemeinsame Währung mit offenen Grenzen zu tun oder mit Zöllen zu tun? Wir haben mit Polen auch unterschiedliche Währungen und fahren da einfach über die Grenze rüber. Wir haben der Lkw-Fahrer, wenn der von Berlin nach Warschau fährt, kann der umrechnen seine Tankrechnung. Das ist überhaupt kein Problem. Dass der Euro so wichtig ist für unseren Binnenmarkt, völliger Blödsinn. Wenn das so wichtig wäre, dass die Einheit, dass man nicht umrechnen muss, dann wäre unser Export nach China und unser Handelsgeschäft in Amerika wahrscheinlich längst eingebrochen. Okay, Herr Brüderle wieder. Man muss doch auch sehen, wir wären doch heute bei den Währungsbewegungen. Denken Sie mal darum, Soros, die Spekulation gegen das britische Pfund, wer hat hier Vorstufe, das europäische EWS-System, konnten die Briten nicht durchhalten, weil riesige Spekulationswellen kamen. Die Schweizer müssen jetzt künstlich einen Kurs festhalten. Früher haben sie negative Zinsen gehabt. Isoliert könnten wir die Bewegung gar nicht verkraften. Wir brauchen schon den größeren Währungsraum. Das kann man nicht so schlicht einfach nur sehen. Das macht schon einen Sinn. Das macht schon einen Sinn. Aber die deutsche Wirtschaft ist doch so stark, weil auch, ich sage das mal jetzt als ein totaler Laie in Wirtschaftsfragen, aber einer, der versucht nachzudenken, Portugal, Spanien, Griechen haben doch BMWs und Audis und Volkswagen gekauft.
Hätten die die dann gekauft mit einer Währung, die 30% weniger wert ist? Ich will das nur sagen, provokativ sagen, weil man doch in Europa diese Solidarität, die ja die Basis ist von Europa, dass die Deutschen ein großes Interesse daran haben, dass auch in allen anderen Ländern, dass da eine Währung ist, die stabil ist, die stark ist und dass diese Menschen auch für ihr Geld, das sie haben, dass sie dafür... Man kann doch jetzt nicht sagen, dass das einfach nicht funktioniert. Ich will es aber vielleicht einfach mal ein Beispiel erklären, wieso diese Währungen so wichtig sind, weil das ist ja ein Kernproblem, das wir diskutieren. Wenn Länder bewegen sich sehr unterschiedlich, der eine geht nach vorne, der andere nach hinten, schneller oder weiter entfernt. Diese Währungen wirken wie Federsysteme, die man dazwischen gehängt hat. Die gleichen diese Bewegungen aus. Wenn das eine sich zu weit weg bewegt, wertet die Währung entsprechend ab und wird dadurch wieder rangezogen, weil es jetzt billiger wird, dort einzukaufen. Die Federn, sorgen für den Ausgleich. Wenn ich diese Federn rausnehme und hake und verbinde diese Länder fest miteinander, sie bewegen sich aber nach wie vor unterschiedlich schnell, und das haben wir nicht geschafft in Europa, dann kommt es zu Zerreißkräften, weil es sich nicht mehr bewegen kann, und dann kracht es wie jetzt. Und wir haben wieder keine Federsysteme drin, die Länder bewegen sich. Entweder wir bauen die Federsysteme dazwischen, oder wir sorgen dafür, dass die Länder sich nicht noch eine Nachfrage bewegen. Herr Müller, und das ist oft genug ja in diesen Diskussionen über den Euro auch zitiert und genannt worden, wenn ein Land wie Italien aus dem Euro aussteigen würde, die Lira wieder einführen würde und also auch seine Schulden nicht mehr in Euro zurückzahlen würde, was würde das denn dann plötzlich für die deutschen Banken, für die französischen Banken und für die spanischen Banken? Das würde große Abschreibung für die Banken bedeuten. Und wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Diese Banken haben den anderen Banken Geld geliehen. Sie haben investiert, sie bekommen dafür Sie dann einfach K.O. gehen lassen? Den würde ich nicht K.O. gehen lassen. Ich würde sie erstmal den Schaden selbst bezahlen lassen, bis zu einem gewissen Punkt. Ab diesem Punkt würde ich dann die Eigentümer der Bank zur Kasse bitten oder die der Bank Geld geliehen haben, was man schützen kann, wie in Island auch. Man kann die Spargelder erstmal schützen, Good Banks schaffen, aber lass doch die Banken selbst erstmal das tragen, was sie tragen können. Es kann doch nicht sein, dass wir den Banken alles raushauen, die machen weiter Milliardengewinne und sind nicht mal bereit, einen Teil des Verlustes zu nehmen. Und Sie würden eben sagen, dass dann auch keine Bank mehr too big to fail ist? Wenn eine Bank dann am Ende dieses Prozesses tatsächlich in solche Schwierigkeiten käme, dass sie kippt und damit große Schäden anrichtet, dann kann man diese Bank vielleicht verstaatlichen. Aber dann muss ich doch nicht ein ganzes Land wie Italien retten, nur um in Deutschland eine Bank zu retten. Dann lass doch Italien die Schulden, lass doch Italien einen Teil seiner Schulden erlassen. Ich habe immer geglaubt, wir hätten die Banken gerettet, um die Sparer vor einer Katastrophe zu schützen. Die Sparer haben doch ihr Geld auf den Banken. Wir haben doch die Banken nicht gerettet in Europa, um die Banker, die Oberen, die da arbeiten. Auch die deutschen Sparer gehören zu den Gläubigern, muss man da fairerweise sagen, Herr Lafontaine, auch wenn Sie gleich vom Stuhl rutschen. Ich wollte trotzdem mal Gerald Hacker zitieren. Wir haben wahnsinnig viele Fragen per Facebook bekommen, genau zu diesem Thema. Herr Hacker möchte